Wie hoch sind wir da ungefähr? Einen guten Meter, oder? Meter 10. Einen Meter 10. Und der Thomas wird jetzt mit nur 3-4 Metern Anlauf diesen 1,10 Meter hohen Palettenstapel mal mit links erklimmen. Und dann gleich kontrolliert wieder runter. Legen wir noch eine drauf, oder? Jawohl, genau das wollen wir hören. So, nochmal nur ein paar Meter Anlauf. Und jetzt heißt es 8 Paletten mit einem Sprung. Hoppa, und schon ist er oben. Acht Paletten, wollen wir noch eine 9. sehen? Jawohl! So, der Stefan richtet alles ein, dass alles gerade ist und nichts passieren kann. Und jetzt sind wir, wie hoch sind wir jetzt? 1,38 Meter. 1,38 Meter in Form von Paletten. Und da will der Thomas jetzt rauf. Konzentration auf dem Bike. Ein Meter 38. Und dann mal ganz lässig wieder runter. Natürlich ohne Probleme, aber nur für erfahrene Trial-Biker. Ja, wenn Sie sich dafür interessieren, natürlich gerne hier am Stand vom RC Landshut. Anni Bilgeri ist da, die beantwortet gerne alle Fragen. Natürlich auch Thomas und Stefan nachher, wenn sie mit ihrer Show durch sind. Jetzt haben wir noch eine Palette aufgelegt. Wie hoch sind wir jetzt? 1,50. 1,50 Meter Palettenstapel. Wer würde sich das von mir zutrauen, da raufzuspringen? Ich glaube, keiner. Ich sehe keine Hände. Okay. Aber der Thomas, der macht es mit links. Nein, mit rechts, mit beiden Händen. Okay, also das ist natürlich auch eine Herausforderung für einen Profi jetzt. Deshalb höchste Konzentration. Fast! Fast, aber da sehen Sie, das ist live. Das sind keine unsichtbaren Leinen, die da irgendwo anziehen. Aber der Thomas ist Profi und versucht es natürlich gleich nochmal. 1,50 Meter ist natürlich eine Hausnummer, die jetzt nicht mehr ganz easy geht natürlich. Mit der Pistolenschirm hat es geklappt, aber dafür jetzt eine Pirouette oben und ein ganz easy Abgang. Einen letzten Versuch, soll er den noch wagen? Soll er es nochmal probieren? 1,50 Meter mit dem Fahrrad. Gleichgewicht suchen. Und der dritte hat geklappt, jawohl! 1,50 Meter mit dem Trial Bike. Einen großen Applaus bitte für Thomas Bilgeri, der hier wirklich mal gezeigt hat, was Trial fahren bedeutet.